Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat, heute mal mit einer ganz anderen Thematik, und zwar, wie ziehen uns die Autohändler über den Tisch? Ich habe eine sehr gute Informationsquelle, muss ich ja sagen, und ihm glaube ich, und jetzt werden wir mal sehen, ob mein Vertrauen gerechtfertigt wird. Und zwar habe ich in meinem Auto seit, man soll es nicht glauben, Freitag den 13. eine Kontrolllampe. Dazu nehme ich euch jetzt gleich mit ins Auto und zeige euch das mal. Im Auto allerdings werde ich mit dem Handy filmen, weil mit der großen Kamera passt es halt nicht. Also, gehen wir mal raus. Und zwar seht ihr hier mein Armaturenbrett. Und wenn ich jetzt den Schlüssel einstecke, beginnen diverse Kontrolllampen zu brennen. Das ist eigentlich normal bei jedem Auto. Und wenn ich den Motor starte, sollten die eigentlich alle ausgehen. Bis auf die rechts für den Allrad. Aber da auf der linken Seite brennt ein kleines Lämpchen. Und dieses Lämpchen ist das, was mich im Moment stört. Und dann war ich bei dem Autohändler meines Nichtvertrauens. Und er faselte irgendwas von Lambda-Sondedefekten, Katalysator und 2800 Euro und das ist das ganze Auto nicht wert. Also, das Auto ist es schon wert, aber der realistische bzw. angenommene Wiederverkaufswert liegt weit unter diesem genannten Preis. Für mich ist es das Auto wert, weil ein Auto in dieser Form gibt es nicht zu einem annehmbaren Preis. So, jetzt habe ich da mal meinen Telefonhörer zu Hilfe genommen und mich da informieren lassen. Und ich zeige euch nun draußen mit der Kamera, was ich mache. Zunächst einmal trenne ich die Batterie vom Fahrzeug. Und jetzt gehe ich meinen Kaffee trinken. Und nachdem ich mir jetzt habe den Kaffee schmecken lassen, verbinde ich das Fahrzeug wieder mit der Batterie. Und jetzt schauen wir mal, wie es drinnen aussieht. Die Lampe geht aus. Und die andere Lampe ist aus. Also, immer nach dem Motto, trau, schau wem, habe ich jetzt innerhalb der Kaffeepause 2800 Euro verdient. Ich hoffe, dieser Tipp war für euch nützlich, falls ihr einen Explorer fahrt. Und ansonsten, glaubt nicht immer alles, was die Autowerkstätten euch erzählen. So, bis dann, wünsche euch was, bis die Tage, euer Corvus Laborat, ciao, wege, wege.
Und was bleibt für mich noch zu tun? Ich muss noch eine Birne wechseln, weil ich muss zum TÜV. Und das mache ich jetzt und dann sollte dem weiteren Bestehen des Explorers nichts mehr im Wege stehen.